Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist da Icer und ich darf euch herzlich begrüßen zu meinem neuen Let's Play von Shadowrun. Das Spiel ist 1993 für Super Nintendo erschienen. Ja, und ich muss sagen, ich habe es damals, als es aktuell war, gar nicht gespielt. Ich habe das erste Mal vor anderthalb Jahren ungefähr gespielt. Und fand echt super geil. Und da es ja auch noch kein richtiges deutsches Let's Play davon gibt, dachte ich mir, mache ich einfach mal eins. Und ja, hier bin ich. Und wir fangen direkt mal an, würde ich sagen. So, neues Spiel starten. Und los geht's. Feldkasten ausgebrannt. Irgendeine Gang hat ihn sich wohl vorgenommen. Ja, sieht gar nicht so tot aus. Richtig, Kollege. Keine Frage, der ist fertig. Wir kümmern uns um ihn morgen früh. Ja, Jungs, da liegt da ein bisschen falsch. Oh, mein Kopf. Mein Hirn fühlt sich an wie ausgebrannt. Wo bin ich? Wer bin ich? Ja. Okay, ich zeige euch mal ganz kurz das Interface. Da oben haben wir jetzt die Lebensenergie. Ja. Hier kann man dann mit dem Zeiger auf die Sachen eben klicken und mit den Gegenständen in der Umgebung interagieren. So, ja, da gucken wir uns erstmal hier die Schublade an. Untersuchen. Auf dem Etikett steht Armitage J. Ein Stück Papier ist herausgefallen. Kann man also annehmen, dass wir Armitage J heißen. Ja, untersuchen wir mal das Papier. Lagerhaus Nummer 5. Okay. Das ist vielleicht, wo sie uns aufgegabelt haben oder so. Man weiß es nicht. Okay, schauen wir mal hier. Sekundenpflaster. Das klingt doch schon mal gut. So. Und ein Skalpell. Da stehen die beiden Freunde. Jagen wir den mal in den Schrecken ein. Ah! Ah! Feiglinge, kommt raus da. Hier ist doch Sound, hier ist keiner außer uns Mäusen. Ja, ja. Okay, hier können wir erstmal nichts weitermachen. Dann gehen wir erstmal raus. So, die Tür, da können wir nicht durch, die ist zu. Und auf die Straßen. Hey, dich meine ich. So, das sind dann hier die Gesprächsdialogfenster. Was? Du kannst nicht mehr leben. Ich habe gesehen, wie diese Killer dich erledigt haben. Ja, und da sieht man, Killer ist dick gedruckt. Das heißt, Killer ist jetzt ein Stichwort. Und bei Frage nach erscheinen diese dick gedruckten Worte dann. Und da kann man entsprechend jeden, mit dem man redet, über diese Stichworte ausfragen. Aber natürlich weiß nicht jeder über jedes Stichwort Bescheid. So, jetzt Killer hat er, wie gesagt, uns genannt, dick gedruckt, und das können wir jetzt hier aufrufen. Sie wollen dich tot sehen. Wenn ich du wäre, würde ich mich vorsehen. Okay. Du bist verrückt, dich hier blicken zu lassen. Mach's wenigstens wie ich und besorg dir eine Schusswaffe, sonst lebst du nicht mehr lange. Und jetzt kann man natürlich auch wieder, wie gesagt, nach Schusswaffen fragen. Ich habe keine Zeit, mich mit einer Leiche zu unterhalten. Wenn diese Kerle rausfinden, dass ich mit dir gesprochen habe, dann bin ich auch dran. Okay. Rennen wir ihm erstmal hinterher. Wo will er hin? Oh, oh, er sieht aber nicht gesund aus. Da kam ein Schrei. Wie gesagt, hättest du die falsche Abzweigung genommen, Drahtkopf. Es war deine letzte. Oh, ein Ork, der ballert auf uns. Aber da liegt eine Knarre. Ah ja. So, jetzt müssen wir erstmal die Waffe ausrüsten. So, ja, genau. Jetzt haben wir hier das Menü. So, er hat Eigenschaften. Körper ist die Lebensenergie. Magie. Da kann man später das quasi dann die Magieenergie für Zaubersprüche. Dann Kraft. Was man für Waffen tragen kann, bestimmt das unter anderem. Charisma. Ja, Charisma sagt
quasi aus, wie beliebt man ist beim Handeln. Das drückt dann den Preis. Karma-Punkte braucht man, um ein Skill-Level für Zaubersprüche und generell Skills zu erhöhen. Ja, und hier oben eben Gegenstände, Magie. Da haben wir noch nichts. Rüstung haben wir auch noch nichts. Waffe haben wir aber jetzt aufgehoben. Und die können wir jetzt equippen. Erscheint er noch da unten? Ja. Dann nehmen wir uns diesen Ork mal vor. Stirb, komm! Die, Bitch! Der macht nix. Yo, das war's. Die Leichen sehen auch alle gleich aus, wie man sieht. Untersuchen wir mal. Nichts Besonderes. Wie sieht's mit ihm hier aus? Abgetragene Lederjacke. So, das wird jetzt unsere erste Rüstung sein. Muss man natürlich auch wieder equippen. So, Rüstung und Lederjacke und gebrauchen. So, da sieht man jetzt da unten, 1 Lederjacke heißt 1 Rüstungspunkt. So, schauen wir hier mal weiter. 2 Augen da oben links. Diese Augen sind mir nicht ganz geheuer. Ein Hündchen. Sei vorsichtig, Welpe. Du hast viel vor dir. Hund kontrolliert dein Schicksal. Suche 3 Gegenstände, die ihm gefallen und finde dann seinen Schrein. Okay. Okay, das mag er nicht. So, wie gesagt, der kann man dann jeden nach den Sachen fragen, aber der sagt uns nichts mehr. 3 Gegenstände sollen wir suchen, die dem Hund gefallen und dann sein Schrein. Okay. Was auch immer das bedeutet. Hauen wir erstmal wieder ab hier. Auf jeden Fall können wir uns jetzt schon mal wehren. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt wird nämlich auf uns geschossen hier. Wir sind nämlich jetzt überall Killer und Sniper und so. Und wenn die dann schreien, kriegt man dann auch entsprechend... sind die dann tot und dann kriegt man auch, wie gesagt, Karma. Manchmal. So. Was gibt's hier? Keine Gegner auf jeden Fall. So, wenn man dann hier drüber fährt, kann man auch direkt sehen, womit man interagieren kann immer. Hier zum Beispiel Briefbeschwerer. Den stecken wir ein, den brauchen wir noch. Und die Sachen kann man dann natürlich auch immer unter die Lupe nehmen. Der ist dann natürlich bei Gegenständen. So, hier sind die Sachen, die wir schon haben. Der Papierfetzen, den wir vorhin aufgehoben haben. Das Sekundenpflaster aus dem Kühlschrank. Das Skalpell, das wir aufgehoben haben. Und der Briefbeschwerer von eben. Ohne Streichholzschachtel haben wir auch. Auf der Rückseite der Streichholzschachtel steht Wastelands Club. Okay. Den sollten wir dann eventuell mal aufsuchen. Und der Briefbeschwerer von eben. Briefbeschwerer aus Meteoriteneisen. Okay. Gut. Das war's dann hier. Was gibt's hier? Ein Büro. Aber was es damit auf sich hat, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann.